Uni ist jetzt immer noch da und wir machen gleich weiter. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge The Witcher 3. Wir sollen Phosphor holen. Nein, die Bratpfanne. Ich nehme alles auf, ist mal wurscht. Die Bratpfanne, wir nehmen noch einen Schluck Wasser. Ist halt nicht wirklich gut da oben, ne? Ah, jetzt auf einmal. Okay. Etwas blockiert die Hüttentür. Setzt ihr deine Hexersinne? Aha. Ich nehme meine Sinne. Und die Objekte zerstören Symbol markiert. Wenn du Objekte zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das A-Zeichen. Also das ist nicht die Eye-Objekte. Okay, wir bestehen eine Kartesche auf das Objekt. Ach, das ist die Bombe, ne? Ich mache das jetzt mal erstmal mit meinen Fäusten. Nein? Also, wenn es da drin stinkt, dann ist es bestimmt nicht gut, wenn wir mit Stahlschwert reingehen. Jetzt hol nochmal das. Ih, rohes Fleisch, wir müssen braten. Dieste geht auch so. Okay. Welchen haben wir jetzt? Wir nehmen mal Art. Wir müssen den auch mal kennenlernen, dieses Zeichen. Schauen wir uns da nochmal um. Ja, das mit dem Entzünden. Ach, da müsste ich das wieder auswählen, ne? Richtig? Oder? Nee. Geht auch so normalerweise. Was kann ich da noch aufnehmen? Chemischer Dolch, Leder, kleiner. Genau. Ist mir alles fremd, das ist schlimm. Stumpfer Armbrustbolzen, super, dass ich den jetzt auch machen kann. Herausgerissene Seite, Rabbelschwanz, absurd. Was? Kann ich die gleich lesen? Mich jetzt V. Nee, V nicht. Na. Was ist denn der Gabelschwanz absurd? Wo kriege ich das Wissen jetzt her? Runensteine verbessern deine Waffen. Geh zum Ausrüstungsfilter, Inventar. Ich wäre hier. Ich mach das. Geh zum. Und klicke einen Run. Ich klicke hier. Zeichen intern verbessern wird eine freie Fassung. Okay. Ach, das ist bestimmt das hier, ne? Hier dieses, so dieser Böppel. Genau. Sogar ein bisschen besser. Ist das ein Silberschwert? Nee, Stahlwaffe. Warum mache ich denn das nicht? Ist auch wurscht. Machen wir jetzt nicht. Ich lasse mich mit den Runensteinen erstmal in Frieden. Nimm die bitte mit. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Mein Gott. So, können wir jetzt bitte mal. Danke. Okay. Schauen wir nochmal hier. Dunkle Stahlplatte. Ohren. 25 Ohren. Dann nochmal Runenstein, okay. Na, Leiche. Die haben auch Karten gespielt. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Ich will natürlich wieder alles wissen da draußen. Die will am liebsten mit rein, aber traut sie sich. Da ist auch Blut. Fußrutter. Und ja, kann man hier auch nochmal hell machen? Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Das kann man und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Hey, Ruhe. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinen verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden, hab sonst umsonst gewartet. Okay, warum macht er das? Was war das für ein Treffen? Ich dachte, die nilfgaardische Truppen wären besser organisiert, aber du, unerlässlich, sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragen sind und wir Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan wohlgefallen hat, werden jetzt hier... Okay. Mist, Moment. Kann ich wieder auf? Nee. Das wollte ich ja eigentlich gerade machen, ne? Da war ich wieder abgelenkt durch die Runensteine. Ich bin manchmal, ne? Pass mal auf. Wo ist denn nicht hier die Dokumente? Bücher. Lass mich bitte in Ruhe kurz. Das haben wir auch schon, ja. Haben wir nicht gerade noch irgendwas aufgenommen? Wir haben noch ein Schema aufgenommen und... vielleicht habe ich mich vertan. Gut. Das untersuchen. Na gut. Die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß. Ah, ja. Tinte machen und Briefe schreiben. Ah,
Hast du die Pfanne gefunden, ja? Alter, Pappen! So. Okay. Noch irgendwas? Aber so verfallen ist es gar nicht. Ja, klar, es ist dunkel und nicht so besonders hübsch, aber es geht eigentlich. Also. Ei, oder? Ist okay. Gut, hier ist deine Pfanne. Leider ist jetzt sauber. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste versteht wohl dringend sie einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Die Bratpfanne! Was habe ich jetzt bekommen? Ja, gut, okay. Also insgesamt schon ein bisschen was. Egal, ich nehme alles mit. Ich habe keine Ahnung. So, Leute. Also, jetzt wird es eh gleich dunkel. Ist die Frage, sollen wir uns irgendwo einmieten? Oder keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Nee, das will ich gar nicht machen. Nein, das will ich alle machen. Leute. Nee, wieder nicht. So, Quest jetzt. Nein. Shatsu, ja. Das will ich machen. Immer noch Level. Eieiei. Oh, Entschuldigung. Ich muss gar nicht, dass die auf Rempler reagieren. Da kann ich mich wirklich gar nicht dran erinnern. Ach, Plätze. Mein Gott. So. Oh, hat's geblitzt? Alles gut, Junge? Machst du da? Achso. Das ist schon wieder ein Auto. Oh, Leute, wir kommen halt nicht mehr. Wir kommen halt nicht mehr weit. Schon tun die Gelenke weh. Ja, dein Schlender. Und schon tun die Gelenke weh. Ich kann jetzt nichts mehr arbeiten. Oh, schön. Ich muss mal ganz kurz warten. Hält man so gut. Ich liebe Gewitter. Ich stehe halt dann echt auch gerne mal weiter oben und gucke mir das Gewitter an. Nee, als Kind habe ich das wirklich gemacht. Obwohl ich wusste, dass es nicht gut ist. Aber manchmal ist man halt so absichtlich unvernünftig als Kind. Das gibt es gar nicht. Einfach nur, um das nicht zu machen, was die Eltern sagen. Das ist verrückt. Und jetzt muss ich damit selber klarkommen mit der Kleinen. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist ganz nett. Plätze, mit dir müssen wir auch was machen, ne? Also du siehst aus wie ein normales Pferd. Geht eigentlich nicht. Siehst aus wie so ein... Weiß ich nicht. Ja, geh rein, ist kalt. So, Leute, hier ist ein Ausrufezeichen, habe ich gesehen. Bauen wir uns erstmal um. Wie sieht's denn hier mit der Truhe aus? Sagt ihr was, wenn ich nicht darf? Ja, ich sag was, ne? Dankeschön. So, lala. Ich verstehe manchmal nicht, warum dass ich manche Sachen darf und manche nicht. Geld. Weil man darf es nehmen. So, Essig. Ganz kurz mal Inventar. Ich komme gerade vor, als ob ich zu viel... Nee, alles cool. Ich habe nur so wenig Sachen. Hier rein. Scheißegal. Bemalungen, bla bla. So, was ist da noch? Was zu essen wahrscheinlich, ne? Komm, gib mir her. Nehmen wir natürlich mit. Geht nicht mehr. So, ich komme gleich zu dir, ne? Odolan. Ach so. Ah, hallo. Nehme ich alles an, Leute? In der Witcher. So. Also, was kochst du da schönes? Sei gegrüßt. Da steht. Ein Hexer. Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Nö. Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja, darin spukt es. Schon Im seit Brunnen. Über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Oh je. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen?
Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beim Brunnen? Okay. Beschreibe den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ist er? klar, ich helfe. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Was? Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern, dass ich den Quest schon mal gemacht habe oder es versucht habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da ziemlich schlecht durchgekommen bin. Und wahrscheinlich, weil ich so früh auch den Quest gemacht habe, war nicht ganz so einfach. Also wenn es der ist, es kann auch sein, dass er jetzt mir ist, ja einfach fällt. Leute, wenn ihr friert und wenn ihr nass seid, guckt mal, wie er rumläuft. Dann geh doch bitte rein. Ich meine, hallo, es regnet. Menschenart, du ey. Da. Da will ich jetzt nichts mehr hören. Hier, läuft er auch so rum. Kratzt da jetzt lang. Kann eigentlich jemand einfach eine rein? Machen wir mal einen zweiten Speicherplatz, ne? Musste ich gar nicht. Okay. Muss gar nicht richtig reinlangen. Das wird die Luft etwas abkühlen. Ja, ja. Oh ja, sogar hier. Dann nehmen wir nochmal. Ich bin halt Level 1, Leute. Was soll ich machen? Dann schauen wir mal hier. Vielleicht gibt es hier noch was. Was soll ich machen zum Teufel? Das ist der Zwerg. Von dem der andere geredet. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Ja, und jetzt wirst du nass. Das ist aber blöd. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Echt? Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Kenne ich. Also Geralt. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung. Viel Glück. Oh, ich kann nichts anderes machen. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Stimmt, wir haben Katzenaugen. Wir können uns noch so ein paar Schnurrhaare reinmalen. Und Katzenohren. Und so einen Schwanz. Aber dann hört es irgendwann auf. So, Quest verfolgen. Natürlich verfolgt man diesen Quest. Genau, mit den Hexersinn hinter der Schmiede suchen. Kann ich das noch mitnehmen? Nehme ich mit. Hier. Katze Augen. Dreh damit. Das ist gar nicht so dunkel, ne, bis jetzt. Das geht eigentlich. Oh, Katzenaugen, Katzenaugen, Katzen. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Hier sind... Na, okay, vielleicht gehe ich weiter rein. Hier kann ich Sachen abmähen. Ah, jetzt auf einmal, hä? Okay. Plötze? Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Plötze, kommst du mit her? Vielleicht brauche ich dich. Keine Ahnung. Ach. So. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Das war Wesemir. Ich müsste jetzt immer noch da sitzen. Da müssen wir auch noch vorbeigucken.
Ganz ruhig, alles auf einmal. Nicht alles auf einmal, alles nacheinander, so. Oh, Leute, Kingdom Come Deliverance 2, oder? Jetzt erstmal das, aber Ende des Jahres vielleicht schon? Boah. Ich überlege gerade, ob ich einen neuen Rechner will. Nee, kann ich mir nicht leisten. Also könnte ich mir leisten, aber es will ich nicht. Der ist so guter Rechner. Bloß weil ich alles auf Maximum immer spielen will, muss man ja nicht immer gleich, ne? So. So, hier. Was ist denn jetzt hier? Ach, komm. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Obwohl er besoffen war. Gut, da kommen wir hier. Was ist denn das? Eine Angel. Mehr Angeln? Ist das das erste Spiel, in dem wir mal angeln können? Das kommen wir ja sonst nicht. Also, das ist ja sehr selten, dass man das. Das wird schon passen, oder? Kann er ertrinken? So. Und da ist er wieder raus, oder? Hier dahin. So gut, Alter. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Und da ist nochmal. Na! Wie außen, ne? Jetzt hat er aber richtig einen reingesinnt. Warte mal. Warte mal, Leute. Ich hab... warte mal. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Gott. Ja, es hat nicht funktioniert. Allmächt. Warum hat es jetzt wieder nicht funktioniert? Allmächtner. Ja, das ist schade. Ich hätte es eigentlich schaffen müssen. Mist. Gibt's keine Entschuldigung dafür. Welches Silberschwert? Du sag mal. Doch, das passt schon. Komisch. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Lass dein Schwert raus. Aber er ist entkommen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Ich hab den anderen mitgebracht, oder? Jetzt hat jeder sein Schwert. Wie oft muss ich denn das ziehen? Entschuldigung, das war jetzt irgendwie, ich hab, das wollte ich nicht. Alles cool, ich wollte es nicht. Leute, es tut mir leid, das war jetzt irgendwie, ich bin jetzt da irgendwie drauf gekommen. Ich muss nicht nochmal die Steuerung. Leute, jetzt lass doch gut sein. Sie haben Sack gefasst. Warte, ich hab's weggesteckt. Ist doch alles gut jetzt. Anwahlen in Orde. Arfein. Illidrit. Luir Enkerser. Selber Affe. Nilka! Viele dreht. Wird schon passen, oder? Ich meine, das war ja jetzt auch ein bisschen auf Versehen, oder? Ich meine. Ne? Und jetzt nochmal das Ganze, also unter der Brücke durch. Das habe ich echt keinen Bock mehr gehabt. Also, untersuchen wir einfach weiter. Hier hat er seine Stiefel liegen lassen, wieder mal. Hat seine Stiefel im Schiff verloren.
Ach, der hat es in die Hände genommen, okay, und ist dann weitergelaufen. Nochmal, ja? Die Spur führt wieder ins Dorf. Ja. Soweit das dazu. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Okay, mein Adrenalin geht runter. Ah, ja, ja. So, hast du was gesehen? Da treffen wir uns das wieder. Danke für die Rettung. Ah. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. So. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ja, natürlich für die Hälfte nehmen wir was. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Dann für das Doppelte verkaufen? Also das ist ein Zeugs, ne? Warum kann ich das nicht nehmen? Stufe 4, ja. So, Scheuklappen. Ein Pferd mit Scheuung geht schnell durch. Oh, da bin ich vorhin durch die Wölfe geritten und wusste gar nichts davon. Okay. 183, wir haben nicht Geld. Aber wenn das die Hälfte ist, ist es nicht verkehrt, ne? Ich habe auch Satteltaschen. Ja, jetzt ist halt die Frage, der wird wahrscheinlich noch länger da sein, oder? Oder? Weiß ich nicht. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich brauche gerade nichts. Kommt alles mit der Zeit. Alles cool. Wir müssen nicht alles auf einmal wissen. Pass auf dich auf. Na, servus. Ich habe jetzt hier, ich bin ja eh als Detektiv unterwegs. Ach, der will sich aufwärmen. Guck mal. Schön. Wieso kann ich es nicht ausmachen? Okay. Ah, so, ganz. Weg. Aha. So. Aber mal hier rein. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Der Junge. Wieder falsch gedrückt, aber passt schon. Nichts passiert. Junge. Leute, ich sehe fast nichts. Lass doch an. Genau. Aha. Ertrunkenen Klauen. Na? Das muss er sein. Wie geht's? Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Ja. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die ja Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Na, komm. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Oh ja, Geralt, das ist aber schlimm. Ganz ruhig, komm jetzt. Okay, ich muss dich jetzt mitnehmen, ja? Muss ich dich jetzt dann öfter mal wieder bezirzen oder geht's so? Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Es hat auch im Dunkeln was, das Spiel. Das ist sehr gut abgestimmt. Ich meine, es ist nicht richtig dunkel, wenn man jetzt die Dachter wartet, das ist blöd. Aber ich finde es schön so. Ich spiele hier lieber, wenn ich was sehe. Also, wie heißt denn eigentlich? Napp, jetzt komm. Napp, die Gans ist schneller. Helmicht. Wack. Oh, die hat die Tür aufgemacht. Hast du es gesehen? Napp, bitte. Ohne Mist. Was steht da? Suche Honigwaben, gute Bezahlung, große Menge Mensch, Turmira, Freude. Ach, die Turbinambo soll man ja auch finden, stimmt. Jetzt kommt Napp. Mensch, na jetzt. Da schafft's halt. Achso, wir müssen noch ein bisschen ums Eck.
Dann sammle ich halt auch kurz, oder? Besser irgendwas zum Einsammeln. Hier, so. Zwerg können wir auch schon ein bisschen klimpern. Sowas. Das ist sowas. Siehst du mich noch? Knapp? Nee, natürlich nicht. Knapp, hier bin ich. Und die Gans kommt wieder raus. Hahaha. Böse Gans. Ja. Knapp nur kommen. Meine ganzen Sachen sind noch da eigentlich, ne? Das verstärkte Schwert und also Waffen. Verstärkte Rüstung ist auch noch da. Obwohl ich mich ein bisschen ankratzen habe lassen. Ganz verkehrt. Lohnt sich. Zu wissen, wo sowas ist. Und der schläft jetzt hier. Eieiei. Festival. Festivalmäßig. Warum hast du Frauenunterwäsche? Werk? Achso, ist vom Nachbarn. Sonab. Los, aufwachen. Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Knapp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Du. Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Oh wei. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Eieieiei. Jetzt habe ich gedacht, ich tue das Richtige. Jetzt wird er hängt. Naja. Boah. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und kein Verfahren benötigt. Ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ich find's aber cool, dass es irgendwie nicht so gut geendet hat. Es ist überraschend einfach. Oben steht sogar die digitale Zeit, sehe ich gerade erst. Mein Gott, ist da viel, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, so unerwartet halt einfach. Ne? Man denkt, ja, es ist das Richtige und es gibt halt, das Richtige ist nicht immer nur weiß. Und das Richtige ist nicht immer nur schwarz. Das ist ein Ding. Alles klar. Hier machen wir das nächste Mal weiter, weil jetzt nochmal was anzufangen. Na? Ihr wisst, was ist. Was machen wir das nächste Mal? Ja, das nächste Mal versuchen wir. Wo ist denn die Ruine gewesen? Da oben, ne? Vielleicht ist es aber auch blöd, wenn wir da hinringen. Wir versuchen es mal. Wir gucken mal. Ihr findet es raus und wenn es nichts ist, dann machen wir halt was anderes. Wir sind immer noch Level 1. Ist nicht so schlimm. Prima hin. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.